und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier im Hintergrund seht ihr schon den Adventskalender, denn darum wird es jetzt in den nächsten Wochen gehen. Es wird nur Adventskalender-Videos geben, soweit ich weiß. Es sei denn, ich finde Zeit, noch weitere zu machen. Aber das mache ich dann ganz im Zufall abhängig. Es wird jeden Tag ein Video kommen, und zwar jeden Tag um 18 Uhr. Da lade ich sie hoch. Und da könnt ihr euch schon freuen, ich werde Gewinnspiele verstecken. Heißt, ihr solltet jeden Tag eigentlich schauen, damit ihr die Gewinnspiele entdeckt. Dann wollte ich noch was dazu sagen. Ich habe das Ganze gelost. Also es ist purer Zufall, wie die angeordnet sind. Ich habe alles selbst gekauft und alles selbst zusammengestellt. Deshalb gibt es den auch nirgendwo zu kaufen, ne? Ich habe die ganzen Produkte übers Jahr gekauft und teilweise gebraucht oder neu, je nachdem, oder habe sie selbst verwendet. Habe sie aber natürlich gesäubert. Dann wollte ich noch sagen, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es immer das nächste Türchen, wo ihr dann raten könnt, was es sein könnte. Also ich zeige es euch natürlich eingepackt noch. Und am nächsten Tag gibt es dann die Auflösung. Und dann würde ich mich noch selber einen Daumen nach oben freuen und bleibt einfach dran. Fast hätte ich es vergessen, schaut unbedingt auf Instagram bei mir vorbei. Dort mache ich nämlich einen zweiten Adventskalender auf, den ich für mich persönlich gekauft habe. Und da wird es jeden Tag in den Stories ein Video geben oder vielleicht poste ich es auch manchmal direkt in Instagram. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Mein Account ist auch unten in der Infobox verlinkt. Willkommen zu Türchen 7! Das ist jetzt haben wir schon eine ganze Woche hinter uns. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ich bin mal gespannt, wer richtig geraten hat. Ist dabei rausgekommen, und zwar ein Hufauskratzer von Showmaster. Ja, jetzt könnt ihr es richtig rumlesen. Mit Gelgriff, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Und ich bemerke gerade, dass das mega cool ist. Ich hatte noch nie irgendwas mit Gelgriff. Und der verformt sich einfach so cool und formt sich auch wieder zurück. Also ich bin mega überrascht, weil ich habe den kurz davor bekommen und dann gleich eingepackt. Gar nicht richtig angefasst. Und hier natürlich mit Bürste und ja, ganz normale Hufauskratze halt eigentlich. Mit einem Gehgriff. Finde ich gerade mega cool. Ich glaube, da werde ich noch ein bisschen rumspielen. Ja. Ui. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Türchen für heute. Natürlich gibt es auch noch Päckchen 8 für euch. Und es ist ziemlich licht hier hinten geworden. Und das hier ist Päckchen 8. Es ist ziemlich dick, wie ich finde. Und ziemlich groß. Und ihr dürft einfach mal raten, was da drin ist. Vielleicht kommt ja irgendjemand im entferntesten Sinne darauf. Abschließend würde ich mich natürlich noch riesig über einen Daumen nach oben oder über ein Abo freuen. Das ist natürlich kostenlos. Ihr findet alles unten in der Infobox. Alle Links. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.